Salut, bienvenue mes amis, zu cooles Quickies, schnelle Filmtipps. Heute mit einem deutschen Film, der 1981 unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder entstand und mit zahlreichen Stars der damaligen Zeit besetzt wurde. Die Rede ist von Lola, welcher nun ab dem 14. Juli 2022 als VOD neu erscheint. Doch zunächst möchte ich auch heute wieder ein liebes Dankeschön an den Filmverleih Studio-Kanal, Label Arthouse, über den Äther schicken, denn nur durch diesen kann ich abermals diesen Filmtipp so anschaulich für euch gestalten, wie ihr ihn gleich nun zu Gesicht bekommen werdet. Daher vielen herzlichen Dank an Studio-Kanal, Label Arthouse, für die freundliche Unterstützung zu diesem heutigen Video. Wie eben schon erwähnt, geht es heute um den Fassbinder-Film Lola. Dieser bildete damals den Abschluss der sogenannten BRD-Trilogie des Regisseurs, in welcher er sich mit der Nachkriegszeit und der darauffolgenden sogenannten Wirtschaftswunderzeit der 1950er Jahre auseinandersetzte und auch ein Stück weit seine eigenen Erlebnisse darin verarbeitete. Die chronologische Abfolge dessen ist wie folgt: Die Ehe der Maria Braun, Die Sehnsucht der Veronika Voss und zu guter Letzt Lola, in welchem Barbara Sukowa damals in der titelgebenden Hauptrolle besetzt wurde. Neben ihr wirkten dann noch eine ganze Reihe sehr namhafter Schauspieler mit, so zum Beispiel auch Armin Müller-Stahl, der mit dieser Kinoproduktion den erfolgreichen Einstand seiner westdeutschen Filmkarriere gab, nachdem 1980 sein Ausreiseantrag aus der damaligen DDR bewilligt worden war. Des Weiteren sind zudem unter anderem Mario Adorf, Rose Sech, Helga Feddersen, Karin Bahl sowie Christine Kaufmann, Elisabeth Volkmann und Ivan Dessel mit von der Partie, der sich jedoch in dieser Produktion nicht selbst gesprochen hat, sondern von Erik Schumann nachsynchronisiert wurde. Ihr seht also sehr viele bekannte Namen, die der jüngeren Generation höchstwahrscheinlich jedoch gar nicht mehr bekannt sein wird. Zur Handlung. Im Coburg der ausklingenden 1950er Jahre ist jeder damit beschäftigt, sich nach den zurückliegenden Jahren der Entbehrung einen neuen Wohlstand aufzubauen. Doch man versucht natürlich, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Und so treffen sich Bürgermeister, Bankdirektor sowie der Polizeipräsident der Stadt nur zu gerne regelmäßig in einem Coburger Bordell, um Geschäfte abzuwickeln. Als jedoch ein neuer Baudezernent namens von Bohm seine Stelle antritt, ist man nicht sehr begeistert. Denn er ist nicht korrupt wie die anderen der Gesellschaft, sondern korrekt und unbestechlich. Daher will die Kabarettsängerin Lola von Bohm näher kennenlernen, welcher sich bald darauf in sie verliebt. Nachdem er jedoch mitbekommt, dass sie der Star dieses Etablissements ist, macht er eine 360-Grad-Wendung. Immer wieder bekomme ich von einigen zu hören, dass Lola als ein Film wahrgenommen wird, der erst zu Fassbinders unbekannteren Werken zählt. So wirklich kann ich das immer gar nicht nachvollziehen, da ich selbst diesen Film im Laufe der vergangenen Jahrzehnte immer wieder mal zu Gesicht bekam, sodass ich über diese Aussage immer recht erstaunt bin. Was jedoch jedem, der sich etwas mit Film auskennt, auffallen wird, ist der Titel des Films, welchen man eigentlich sofort mit Marlene Dietrichs Der blaue Engel aus dem Jahr 1929-30 in Verbindung bringt. Zum einen eben wegen des Titels Lola und zum anderen wegen der Lokalität, in welchem das Ganze mitunter spielt. Und ja, teilweise hat man sich an Der blaue Engel orientiert, sich inspirieren lassen, doch ist es mitnichten ein Remake des Originals, denn es ist eine vollkommen andere, eigenständige Story. Auch wenn man bezüglich der Pressefotos schon bemerkt, dass Sukowa wohl etwas an Marlene Dietrich erinnern sollte. Wer Fotos der Dietrich mit einigen von Barbara Sukowa als Lola vergleicht, wird eventuelle Ähnlichkeiten feststellen können. Allerdings hebt sich der Film generell von anderen Werken ab. Das bemerkt man von Beginn an, allein an der Farbgebung von Lola. Sehr häufig erscheint der Film in grell bis pastell getauchten Farben, die manchmal schon nahezu übersteuert wirken, sodass man meinen könnte, man befände sich auf einem Trip. Doch irgendwie macht diese Eigenart auch einen gewissen Reiz aus, da sie dem Film etwas Besonderes, fast Mystisches verleiht und auch der Dramaturgie zuträglich ist. Fassbinder hat es also nicht aus einer Laune heraus so und nicht anders umgesetzt, da er damit eine ganz bestimmte Stimmung erzielen wollte und darüber hinaus auch etwas über die diversen Charaktere aussagen wollte. So jedenfalls habe ich dieses Konzept immer verstanden. Auf jeden Fall ist es eine sich lohnende deutsche Gesellschaftssatire, die sich vor allen Dingen auch durch ihren zynischen Humor auszeichnet und zudem mit Schlagerinterpretationen jener Wirtschaftswunderjahre unterlegt worden ist. Und zwar meiner Meinung nach bewusst schnottrig, damit die Moral jener Leute noch einmal mehr zum Tragen kommt. Verpasst also nicht diese FSK 16er VOD-Neuerscheinung, die ab dem 14. Juli 2022 in einer 115-minütigen Fassung erscheinen soll. Denn diesen Film sollte man schon, zumindest einmal, gesehen haben.
Bis dahin sage ich nun erst einmal Salut, Abenteuer, mes amis.